Yo, Kameramagier, du hast noch keine Soundeffekte und weißt noch nicht, wo du sowas herkriegst? Ja, DaVinci Resolve got you covered. Die haben dir nämlich mit dem neuen Update von DaVinci 16.2 eine kostenlose Soundbibliothek mitbekommen. Denn zu Filmen gehört auch Sound. Um das in DaVinci Resolve zu installieren, gehst du zuallererst in Fairlight rein. In der Fairlight-Page hast du oben die Auswahlmöglichkeit Sound Library. Dort klickst du drauf und wenn du noch keine hast, dann sollte bei dir genau das hier stehen. Download Sound Library. Darauf klickst du und schon kommst du zu der Webseite von DaVinci Resolve, wo du kurz deine Informationen eintragen kannst und du willst ihnen auf jeden Fall nochmal sagen, dass sie in Fusion Sound integrieren sollen, weil es kann ja nie schaden, das zu haben. Okay, und dann klickst du einfach auf Weiter. Dann hast du ein License Agreement, wo dir nur nochmal gesagt wird, unter welchen Umständen du das nutzen kannst. Dass es komplett royalty-free ist, aber dass du diese Sounds, die du hier bekommst, nicht weiterverkaufen darfst und ähnliches. Nachdem du dieses License Agreement natürlich gelesen hast, keiner macht das, jetzt mal ehrlich. Wer macht das? Na gut, ich ab und zu, bisschen. Nachdem du angeklickt hast, dass du das License Agreement gelesen hast, kannst du es dir auch downloaden. Und schon beginnt der Download. Und jetzt kannst du die ZIP-Datei einfach entpacken. Und dann klickst du auf die Exe-Datei und installierst die Sound Library in dem Ordner, wo du es haben willst. Denn das ist wichtig, um später die Sound Library in DaVinci Resolve reinzubekommen. Okay, nachdem das fertiggestellt ist, gehst du wieder in DaVinci Resolve rein und klickst hier oben die drei Punkte auf Add Sound Library. Und jetzt kannst du dahin gehen, wo deine Sound Library ist, wo du sie gespeichert hast. Einfach in den Überordner gehen, da wo du die Metadaten und die Media Files hast. Und dort klickst du einfach auf OK. Jetzt sucht sich DaVinci Resolve automatisch die Sounds raus. So, jetzt ist ganz wichtig, dass du DaVinci Resolve erstmal schließt. Vorher ist diese Sound Library nämlich nicht installiert. So, und jetzt kannst du in der Sound Library selber nach Sounds suchen und diese in dein Projekt mit reinnehmen. In der Sound Library selber kannst du auch In- und Out-Points setzen, so wie du es beim ganz normalen Cutten auch kannst. Aber was noch ganz wichtig zu sagen ist, sobald du die Sounds importierst, sind sie zuallererst mono geschalten. Das heißt, du hörst sie nur auf einem Ohr. Also falls du Kopfhörer jetzt auf hast, hör mal hin. Das solltest du jetzt hier nur links hören. Und wenn du das ändern willst, wenn sie auf beiden Seiten zu hören sein sollen, dann solltest du auf die jeweilige Datei mit Rechtsklick draufklicken und unter Clip Attributes unter Audio von Mono auf Stereo umschalten. Und falls der Sound nur einen Channel hat, den zweiten Channel auf den ersten stellen. Damit solltest du jetzt den Sound auf beiden Ohren hören. Chigliggy. Jo, und falls du noch mehr zu Sound und Soundeffekten erfahren willst, dann abonniere den Kanal, denn in den kommenden Wochen kommen hier auch noch Tutorials dazu, wie du zum Beispiel deiner Stimme einen gewissen Hall geben kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß beim Auschecken der Sound Library von Blackmagic und danke an Blackmagic fürs Bereitstellen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Ciao!